Willkommen zurück zur weiteren Folge Minecraft. Wir sind in der Folge 518 und in der letzten Folge haben wir ein bisschen Fassade gebaut. Das bedeutet für uns jetzt, wir dürfen hier einmal das alles abbauen, genau. Und bauen bis hier hinten einmal zurück. Dann brauchen wir Falltüren von Spruce, genau. Die müssen wir uns, da müssen wir jetzt gleich noch ein paar wahrscheinlich besorgen. Die müssen nämlich alle runter, also beziehungsweise hier müssen überall Falltüren hingesetzt werden. So. Was haben wir denn noch an Spruce-Falltüren? Spruce, was können wir jetzt denn noch machen? Gar nichts, ne? Keine Spruce-Falltüren. Ne, gar nichts. Also können wir Dark Oak, haben wir noch Spruce? Ja, wir müssen sowieso dann noch ein bisschen Holz holen und farmen. Für die anderen Seiten. Dann einmal, wo sind wir stehen geblieben? Ach, wir schauen gar nicht mehr so viel. So, Steine haben wir nicht. Dann brauchen wir nochmal gerade die Silk Touch, weil da müssen wir nämlich immer einen hier hinsetzen. Und dann setzen wir jetzt hier einmal alles rein. Also, beziehungsweise machen wir die ganzen Türen auf, dass der Zombie quasi da langlaufen kann. Was jetzt nicht fehlen darf, ist das Dach. Und zwar kommt das Dach tatsächlich hier so rüber. Und das baue ich auch von hier. Weil dann kann der nämlich hier nicht raus. Denn das ist erstmal egal, wie das von hinten aussieht. Beziehungsweise können wir da auch zubauen eigentlich. So, dass wir rauskommen, können wir nochmal den nehmen. Ich baue den jetzt mal zu. Dann müssen wir nämlich nicht da rein. So, das bauen wir auch nochmal gerade zu. Jetzt haben wir schon wieder keine Blöcke mehr. Yay, wie schön das ist, wenn die Blöcke ausgehen. Das ist super schön und das gefällt mir nicht so ganz. So, dann haben wir das ja auch schon zugebaut. Hier müssen wir natürlich ausleuchten später noch. Weil es jetzt natürlich alles nicht ausgeleuchtet. Was haben wir hier? Hm, da haben wir auch nichts gebaut. Das heißt, wir werden hier auch gerade nochmal zubauen. Einfach, dass da keine Baby-Zombies reinlaufen können. Wobei das ja auch nicht ganz so Baby-Zombie sicher ist, ne? Es sei denn, wir bauen da noch einen Block hin, irgendwas, was, wo wir nur so gerade durcharbeiten können, aber das wäre ja auch doof. So, irgendwie sieht das unterschiedlich hoch aus, ich weiß auch nicht. Ah, guck mal jetzt, ich weiß auch warum. Wir haben den nämlich da drüben gebaut und hier nicht so. Das ist doch schon mal sehr gut. Guck mal, können wir das jetzt eigentlich das Ganze spiegeln? Wir könnten jetzt eigentlich das Ganze spiegeln. Wo sind unsere Karotten? Oder wir reparieren hier erstmal alles wieder. Beziehungsweise. Ja. So, denke ich mal, war das richtig. So, denke ich mal, dass das richtig mal gewesen sein sollte. So, denke ich, lasse ich das dann auch. Genauso kommt das hier zugebaut. Nö, nicht so. Okay, ja gut, das kann sein, dass ich da ein bisschen mehr Bodendeko gebaut habe, wie eigentlich vonnöten. Und dann gehe ich mal kurz schlafen. Müssen wir das Bett gleich mal mitnehmen. Sobald wir einmal geschlafen haben, sehr gut. Einmal schlafen, Bett mitnehmen, dass wir nicht mehr so weit laufen müssen. Müssen wir irgendwas mitnehmen von hier. Wir nehmen noch ein bisschen Steine mit. Weil jetzt werden wir noch mal ein bisschen mit Steinen heute arbeiten. Und wir müssen uns gleich wahrscheinlich unten noch im Keller welche holen. So, genau hier einmal zubauen. Ja, hier sind schon mal Fackeln drin. Das ist schon mal sehr gut, aber ja, sehr gut ist es schon. Kann man so sagen. So, wir bauen dann hier auch gerade mal 1, 2, 3, 4 hoch, weil da wird nämlich nichts drin sein. Und dann müssen wir jetzt mal kurz gucken, dass wir das hier quasi gespiegelt genau gleich machen. Und zwar haben wir den ersten auf dieser Höhe. Das heißt, im Prinzip wird hier quasi sowas geschehen. Genau, dann sind wir doch hier schon mal auf der richtigen Seite. So und so können wir dann einmal hier
Doch, ist richtig. Ne, da ist irgendwo ein Fehler dran. Doch, ne, ist schon richtig, genau. Weil das kommt nämlich jetzt hier so hoch. So, dann können wir hier gerade mal zubauen. Zubauen können wir hier so sehr schön. So, genau. Ups, das wollte ich nicht, das auch nicht. Super, genau. Einmal dort alles platzieren. Und dann können wir schon mal hier. Ja, dann da jetzt nicht unbedingt. Aber hier, die können wir schon mal alle abbauen. Hey, hier mal ein bisschen Eigenwerbung. Dir gefällt das Video? Dann lass doch einfach eine positive Bewertung da unter dem Video. Oder kannst auch gerade einen Kommentar schreiben. Oder wenn dir der ganze Kanal gefällt, dann lass doch einfach ein Abo da. Das ist gar nicht schwer. Du musst einfach nur runterscrollen und auf Abonnieren drücken. Und dann kannst du alle Videos von mir angucken und verpasst keins mehr. Jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade, bekommst du eine kleine Mitteilung. Und dann kannst du dich schon mal gespannt an die Folge setzen. Dankeschön. So, genau. Die müssen weg. Der auch und diese auch. Was da letztendlich für Blöcke sind, ist total egal. So, und dann können wir noch hier die zwei wegbauen. So, genau. So, genau. Und dann haben wir hier wieder zwei Steine, genau. Super, super, super. Und dann haben wir hier wieder Pistons. Auch guck mal, wie sehr gut das passt. Wie sehr schön das passt. So, hier alles schön einmal zugesetzt. Nee, das nicht. Oh, hier ist Eisen. Das ist nämlich. Oh. Jo. Ich habe keinen Platz im Inventory. Ja, das schmeiße ich weg. Die sieben Leitern, die kommen sowieso gleich da runter ins System. So. So, jetzt haben wir auch keine Steine mehr. Haben wir schon deine hier? Hier müssten wir doch einen Stein haben. Okay, dann sind wir hier schon mal falsch. Dann holen wir jetzt gerade noch mal ein paar normale Steine. Eine Spinne? Was soll das? Normale Steine. Und zwar mal so ein Stack, genau. Die brauchen wir auf jeden Fall noch. Und dann können wir auch schon gerade hier so rüber wieder zurück. So, wo war das Loch, wo ich da reingefallen bin? Da. So, und dann brauche ich eigentlich nur diesen Piston, genau. Weil der hilft mir nämlich jetzt, dass ich hier rauskomme. So, das wäre es schon gewesen. Das heißt, jetzt kommt nochmal Rotstein. Mal gucken, ob es reicht. Holz hätte ich gerade eben noch mitnehmen können. Das stimmt. Da habt ihr vollkommen recht. Das habe ich nicht dran gedenkt und es reicht auch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch Rotstein. Das heißt, wir schmeißen mal ganz kurz hier so den Diorit und sowas raus. Also das zum Beispiel und das schmeißen wir raus. Die Slabs und die Erde schmeißen wir raus. Ja, die zwei Spruce Planks können wir eigentlich auch wegtun. Was wir auch wegtun können, ist das Dark Oak Wood und das erstmal. Stein und Cobblestone behalten wir erstmal, weil da müssen wir noch mit Levers machen. Ein Creeper-Ass. Hallo? Nicht explodieren. Ich habe es dir nicht erlaubt. Oh, vier Stück, das ist nicht schlecht. So. Wir brauchen, was brauchen wir denn? Wir brauchen Rotstein. Rotstein haben wir hier hinten. Rotstein haben wir hier hinten. Dann nehme ich mal ein Stack. Ich nehme mal zwei Stacks mit. So, wir brauchen Holz. Holz müsste hier sein. Und zwar hier. Nehmen wir mal auch zwei mit. Und sonst noch irgendwas? Erstmal noch nicht. Eine Werkbank hätte ich mir noch machen können, falls ich keine dabei habe. Aber das ist nicht so wichtig. So, wir brauchen, hier haben wir noch und da haben wir auch noch.
So, dann können wir hier einmal alles vollsetzen. Genau, dann haben wir diese Rotsteine auch schon. Und wir setzen die Levers, genau, testen hier schon mal aus, ob das Ganze funktioniert. Ja, den müssen wir dann tatsächlich da ändern. Den auch. Und fehlt genau ein Lever. Also wir müssen sowieso noch mehr Levers machen, aber... Weil hier kommen ja ganz viele Trichter, ganz viele hin. So. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Deko-Zeugs. Super. Das passt. Guck mal, da haben wir doch schon gerade hier so eine Seite so gut wie fertig. Dann reißen wir jetzt hier das hier noch gerade ein. Da werden wir schon wie richtig gut geübt. Wenn wir jetzt das ganze Zeug schon hätten, dann wäre das ratzifatzi, wäre das durchgegangen. So, wo haben wir denn Falltüren? Da haben wir noch 22 Stück. Noch 22 Falltüren. So, das schickt natürlich nicht, wer hätte es gedacht. Also, ich sag mal so, wer es nicht gedacht hätte, der gedacht hätte, das würde reichen, der hat falsch gedacht. So, dann hiervon mal ein paar. Davon genau so haben wir nochmal 16 Falltüren mehr. Wo sind die zu Hause? Genau, da können wir hier gerade mal die gerade mal hier so aufmachen. Perfekt, und einmal hier eine Reihe ziehen. Weil dann wären wir auch schon quasi vorerst fertig. Und da eine Reihe und hier eine Reihe. Das ist sehr gut auch. Ach, guck mal, wir haben noch ein paar Blöcke. Das ist ja gut. Ist ja echt gut. Wenn Übung so den Meister macht, dann hat man schon sehr viel gewonnen. So, hier die zwei Blöcke, die reißen wir mit. Das heißt, wir hätten hier schon mal alles soweit geschafft. Übung macht den Meister. So, jetzt wollen wir natürlich hier noch so ein bisschen Kleinkram, Deko und so. Das ist schon richtig so. Da fehlt jetzt natürlich ein Lever. Dafür fehlt uns der Cobblestone. Genau. Eigentlich einer erstmal. Erstmal einer. Erstmal ein Lever. So, da kommen halt dann noch die Ketten hin und die anderen die Lampen. Ich würde sagen, wir haben schon wieder hinter uns gebracht. Witzig, Fall, dann lasst uns eine positive Bewertung da oder ein Abo und bis dann. Ciao, Leute.